So, jetzt nehmen wir noch was oben und unten nicht. Und damit jetzt nicht da vier auf den Plan gucken, sondern die zwei Reichen nehmen, um auf den Fahrplan zu gucken. Dann müssen wir. Das ist gut. Ja, passt klar, Erik. Gut, ja? Schön. Wieder uns gleich hier zu haben. Ja? So gut hier wieder zu sein. Freust du dich? Ja, sehr. Das hoffe ich. Hallo. Na, ist das ein wenig? Schau mal, alle die schönen Flaschen. Man macht nur bei Westwind. Ja. Das ist auch noch ein bisschen. Ziemlich schön halbflach. Kursräume, Spiel- und Tanzräume, Handwerksbetriebe, Künstlerateliers, Probelokale, der Quartiertreff, die Grafikateliers und natürlich ein Restaurant. Rund 42 Projekte bilden zusammen den Werkraum in der ehemaligen Brauerei Wartek in Basel. Eigentlich nichts Besonderes. Stillgelegte Produktionsstätten, die von unterschiedlichsten Nutzern neu belebt werden, sind heute Teil des urbanen Raumes. Etwas ist definitiv anders hier. Einmal im Jahr bezieht Peter Bleuer mit der Liste die Messe für junge Gegenwartskunst die Räume. Kein Besucher erahnt hinter diesen Werken und Wänden eine Werkstatt oder ein Atelier. Es ist immer noch irgendetwas, was nicht stimmt. Nein, jetzt geht's. Jetzt endlich. Okay. Der ältere Teil des Gebäudes wurde 1889 erbaut und danach laufend erweitert, um den wachsenden Bierdurst zu stillen. Ein Haus wie geschaffen für einen Verein, der sich als PP, permanentes Provisorium, versteht. Das Wartek ist heute ein Werk- und Veranstaltungsort, dessen Grundidee lautet, sich kontinuierlich erneuern und verändern. Das Gebäude bietet Raum für jegliche Art und Form von Aktivitäten. Also es treffen viele verschiedene Leute aufeinander hier, die alle etwas anderes machen. Also meistens ist es so, dass man eingespannt wird, vielleicht für gewisse Sachen, oder gefragt wird, wie würdest du das machen, jetzt, indem du arbeitest mit Holz und so. Und so kommt man eigentlich noch mal ins Gespräch, oder konkret sind es dann auch Projekte, zum Beispiel mit dem Metallbau oder so. Oder man hilft gewissen Künstlern, die in einem Atelier etwas am Tun sind und gibt ihnen Rot oder hilft tatkräftig mit. Da gibt es eigentlich schon einen rechten Informationsaustausch. Ganz einfachste Weise habe ich Hilfe, wenn ich allein arbeite und muss zwei Hände haben, die mir helfen, Sachen umzutragen. Es ist ein riesengroßes
Pool da an verschiedensten Sachen, wo, ob das Freundschaften sind oder berufliche Sachen oder überhaupt einfach mal andere Sachen kennenlernen. Fabian Nikele verkörpert beide Ebenen. Die provisorische, er ist Umbauleiter der Kunstmesse, und die permanente, als Direktor und Künstler des Tanzkollektivs Circonflex. Wenn wir hier eine Produktion machen von Circonflex und eine Bühne bauen müssen, dann können wir nicht die Schreinerei nutzen, wir können die Schlosserei nutzen, wir können ein Büro oder Kopier nutzen, wir können zur gleichen Zeit die Kinder in der Kinderburg abgeben, wir könnten in der Druckerei und das Plakat drucken. Also wir haben auch schon ein Restaurant, das uns Produktionen gesponsert hat. Und wir haben dann immer alle können dort zu Mittag essen. Also es gibt viele Leute, die das nutzen. In unserem Fall überhaupt Sachen möglich macht, die wir sonst gar nicht könnten machen. Hast du es verstanden? Aber soll ich noch mal... Der kommt näher, ja. Fabian Nikele ist ein Wartecki der ersten Stunde, wie die Tanzperformerin Silvia Buhl. Mich haben die Geschichte hinter den Räumen interessiert. Das heisst, vielleicht eine Mischung zwischen der Geschichte vom Raum an sich und was formal da ist, von den Farben, von den Formen, von den Materialien. Dass in einem Kaskadenkondensator das Wasser in Kaskaden oben runtergelaufen ist, um im Prozess von mir brauen etwas Spezielles zu beeinflussen, das hat mich interessiert. Es ging darum, die leeren Räume der demontierten Brauerei mit frischen Inhalten und neuen Begriffen zu füllen. Ein Abenteuer, das für den Werkraum Wartec PP auf der Straße begann, damals in den 80er Jahren. Silvia Buhl war auch dabei, als die Basler Jugend nicht kommerzielle Freiräume zum gemeinsamen Arbeiten, Wohnen und für ihre eigene Kultur forderte. Über die besetzte Stadtgärtnerei führte ihr Weg in die stillgelegte Großgarage Schlotterbeck. Auch das nur eine Zwischennutzung. Provisorien, die sie wieder räumen mussten. Die Jungen hatten damals auch Glück. Jakob Job, ein Sympathisant aus dem Basler Bürgertum, vermittelte als Mediator. Schön. Hallo Jakob. Hallo. In den VVs, den sogenannten Vollversammlungen, protokollierte er ihre Absichten und Wünsche und trug sie ins Basler Establishment. Solch ein Wunschobjekt war die stillgelegte Brauerei Wartec. 1856 gegründet, produzierte die Firma während 150 Jahren kräftige, beliebte Biere, übrigens in harter Konkurrenz. In der Bierhochburg Basel teilten sich um 1900 10 Brauereien den Durst von 110.000 Einwohnern. Dann das Ende des üppigen Erfolgs. In den 70er Jahren nahm der Bierdurst ab, viele Marken gaben auf, andere wechselten den Besitzer, so auch das Wartec. Die Lieferwagen verschwanden aus dem Stadtbild. Seit 1989 ist es nur noch ein Produkt in der Palette eines globalisierten Konzerns. Die führenden Leute
die so Räume hatten, das waren Rotarier, also Mitglieder vom Rotary Club. Und als ich das gemerkt habe, haben wir die Rotarier eingeladen. Und bis zum Überdruss, wie gewisse empfunden haben, ständig die Rotarier, einmal ohne Frauen, dann mit Frauen und so weiter. Das hat enorm gewirkt. Genau. In diesen Kreisen. Genau. Weil es ist nicht mehr, plötzlich sind es nicht mehr Chaoten gewesen, sondern es waren Leute gewesen, wo sie auf mich zugekommen sind und gesagt haben, aber wenn wir so Leute hätten wie ihr, das wäre es auch für unsere Firmen. Ja. Ihr habt ja die besseren Leute. Ja. Und da haben sind sie eingestiegen. Bis auf einen Punkt, wo sie nicht eingestiegen sind, nämlich mit der Bauhütte. Wir haben doch im Wartex selber eine eigene Bauhütte gegründet mit allen Handwerkerbetrieben, mit den Schlossern und den Schreinern und Steinbildhauer und alles, was es gegeben hat. Und wir hätten eigentlich den Umbau mit der eigenen Bauhütte machen wollen, auch im Sinn von Bauhütte ist so ein soziales Gefüge, wo in einer genossenschaftsähnlichen Art zusammenschafft. Ja. Ja. Das ist nicht zu weit gegangen. Ja. Diesen Schritt haben sie nicht gewagt, sondern sie haben ihre bestehenden altehrwürdigen Firmen bedenken. Mein erster Rundgang durch das Gebäude, inkognito, damals ist also richtig gefährlich gewesen. Man hat das am Tag machen und sehr aufpassen. Weil es überall wieder Löcher gab, zum Abfallen und Abstürzen. Aber ich vergesse den Umgang nie mehr. Das war so spannend. An dieser Besichtigung beteiligt war auch Herr Füglistaller, der Besitzer der ehemaligen Brauerei. Der ließ sich überzeugen und schenkte den Initianten sein Haus für einen symbolischen Franken. Doch vorher wurde das Gebäude noch für 3 Millionen saniert. Die Bürger gaben ihren Segen für die Umnutzung des Areals und verpflichteten die neuen Besitzer, der Kultur einen wichtigen Platz einzuräumen. Also ich war ziemlich am Anfang dabei gewesen. Und zwar am Anfang nur als Besucherin. Das war eigentlich die Zeit gewesen, wo eigentlich im Sudhaus noch die Kessel drin waren. Und im Winter hat es eine Art Kaffee gegeben. Und das Kaffee ist auch so sagen, betrieben worden ohne Heizung. Und dann habe ich angefangen mit dem Kaskadenkondensator, also in diesem Ausstellungsraum. Wir haben natürlich als Gruppe geschafft, also Künstler, Kunsthistorikerinnen und das Experimentieren. Und eigentlich eine Mischung zu machen von Ausprobieren als Arbeitsort. Also ein permanentes Provisorium, würde ich sagen, ist eigentlich die ideale Grundlage für eine sorgfältige Umgebung, für ein Experiment. Und das braucht es eben, und das braucht es in der Kunst auch. Das bedeutet, dass wir immer wieder versuchen, jetzt hier einen leeren Raum herzustellen, obwohl das gewagt ist, weil eigentlich braucht man ja sehr viel, um was zu machen. Also es gibt so Illusionen, die möglich machen, dass jeder hier sein Lager wieder aufschlagen kann, aber dass es dann zum Schluss auch wieder frei ist. Vom Kaskadenkondensator aus hat sich denn das eigentlich weiterentwickelt und eigentlich zu dem Projekt hier, also wo wir jetzt so drin sind, Lodge. So wohnen, arbeiten, Gäste haben. So. Ich würde mal sagen, dass das Projekt Lodge eigentlich das ist, was am temporärsten ist. Also die Leute sich immer wieder ändern, die kommen. Vielleicht nicht wir, die es betreiben, aber die Leute, die hier sind. Also der Philipp ist jetzt Zeit, also der Philipp Olsa ist jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, hier. Und wir haben dann auch immer wieder Gäste, die hier sind, für vielleicht 1 oder 2 Monate, die in einem Projekt engagiert sind, dann hier wohnen und natürlich auch eine Art von Einstieg geben, für um hier in Basel Fuß zu fassen. Nein, ist schon. Wir haben sie da durchgestrichen. Weißt du, haben wir jetzt einmal mal schauen, wie... Wenn Peter Bleuer, der Direktor der Liste, im Juni die Räume bezieht, dann wird es wirklich provisorisch. Die permanenten Benutzer packen ihre Sachen zusammen und ziehen aus. Die ehemalige Brauerei verwandelt sich nun von einem Werkraum in eine Kunstmesse. Die beiden Schreiner haben hier ihre Ausbildung absolviert und später den Betrieb übernommen.
So sind sie in dieses alljährliche Provisorium hineingewachsen. Wenn man so schön dabei ist am Arbeiten und dann muss anfangen auszuräumen und gleichzeitig noch Arbeiten fertig machen, ist schon ein bisschen stressig. Aber wir haben das jetzt schon ein paar Jahre mitgemacht und da gewöhnt man sich irgendwie dran. Man freut sich auch immer wieder, weil es etwas anderes ist. Das ist einer der begehrtesten Räume hier im Hof, hat viel Licht und so. Werden wir auch entschädigt und das ist dann doch etwas, was uns dann auch das jetzt überbrückt, die Zeit, wo wir nicht arbeiten können. Wir sind bis wann arbeitet ihr? Die beiden Schreiner treffen wir nochmals, später, an der Liste. Ja. Es ist viel Aufwand, ja, zum ganzen Weg so auszuräumen. Aber es gibt doch auch immer wieder Momente, wo man findet, es ist gut, dass es eine Liste gibt. Also auf jeden Fall haben wir das Thema heute Morgen besprochen, dass es auch immer wieder sehr gute Momente gibt, wenn man gemeinsam etwas macht im Prinzip, aber im Haus und auch hier in der Werkstatt. Ja. Zusammenräumen, aufräumen, alles wegnehmen, alles rausnehmen aus dem Raum. Was eigentlich nicht schlecht ist, weil das ja PP-Gedanken entspricht, also am beunendeten Provisorium, dass man immer wieder etwas muss, verändern muss. Einmal im Jahr, für ein paar Stunden zwischen Permanenz und Provisorium, zeigen die Räume ihre großzügigen Proportionen. Alle machen mit, planen ihre Zeit so, dass es klappt im Juni. Nur ein Wartecki äußerte sich kritisch. Seiner Meinung nach verbreitet diese Art von Kunst negative Vibrationen im Haus. Filmen ließ er sich nicht. In wenigen Tagen verwandeln sie die einzelnen Werkräume in über 60 höchst unterschiedlich strukturierte Galeriekojen ein Herkulesstreich. Fabian Nikele organisiert und dirigiert diese Truppe von fast 100 Arbeiterinnen und Arbeitern. Es gibt ein Datum, eine Zeit, die unausweichlich ist. Also die Premiere von einem Theaterstück ist dann und dann am 8. und dann muss es fertig sein. Und da ist es genau gleich, das muss jetzt einfach fertig sein am Montag. Jacqueline Uhlmann, die rechte Hand von Peter Bleuer, begrüßt die ersten Galeristen. Nun übernehmen die Leute der Liste das Wartek. Wie geht's? Gut angekommen? Ja, es geht gut. Ja? Ja. Okay, und der Truck ist jetzt auch da, habe ich gehört. Ja, ich stehe dort. Im Wartek gibt es einen Lift. Die meisten Räume des vielfach umgebauten Hauses sind nur über Treppen zu erreichen. Nach den Arbeitern schwitzen nun die Transporteure, Künstler und Galeristen. To get you the boxes, but he's gonna come to the booth. So someone has to stay up there maybe and wait for him. Okay. And anyway, like you said, that it's just there where exactly, the work exactly. Store. You wait up yeah, there? Yeah, no, we wait for then, this person and then we yeah. Start bringing up okay. The things. Okay, and if you have any questions, come back to the fair office, yeah? Ankunft aus China. Plattform China fördert Gegenwartskunst und baut weltweit Kontakte auf. Sie sind zum ersten Mal an der Liste mit einer Solo-Präsentation.
Auch die Gruppe, die übers Jahr den Kaskadenkondensator bespielt, stellt einen Teil ihrer Fläche den Galerien zur Verfügung. James Beckett, auch er ist zum ersten Mal an der Messe. Er baut eine große Installation auf. Ein Museum soll hier entstehen. Soloprojekte haben Tradition an der Liste. Rund ein Viertel der Galerien präsentieren eine Künstlerin oder einen Künstler. Ouais, ouais. Attends. Regarde Eric Plan, j'ai le double plan, Eric, s'il te plaît. Nach dem Expressumbau von Arbeitsräumen in Messekojen, nun zwei Tage Ankunft und Aufbau von 64 Galerien mit Werken von über 150 Künstlern. Für einige von ihnen ist es die erste Messeteilnahme. Da könnte die Stimmung leicht stressig und hektisch sein. Doch der Einzug der Aussteller läuft wie am Schnürchen. Malerei wird hier Malerei ablösen. Das kann hart sein für die Betroffenen. Bilder, die von keiner der ausgewählten Galerien vertreten sind, haben an der Messe keinen Platz. Jedes Jahr im Juni müssen wir die Atelier räumen. Das ist abgemacht im Voraus. Das gehört dazu, wenn man ein Atelier im Vortag mietet. Wir würden sehr gerne auch in der Liste teilnehmen, aber eben, das ist immer ein bisschen schwierig. Zum Weggehen und dann wissen, ah, es kommt eine große Galerie, wird viel angeschaut, kommt viel ein großes Publikum und wir sind raus. Could have been an own goal, but with these two incredibly skilled women on the paintings. Peter Bleuer auf einem Rundgang, ein Tag vor Eröffnung der Messe. How are you? Very good. Freshly shaved. Yes. Ready to battle. Already for tomorrow. Der Weg zu den Anfängen der Liste führt an die Art Basel, zu Eva Bresenhuber. Sie hatte vor 16 Jahren die Idee für eine Parallelmesse. Heute gehört ihre Galerie zu den international bedeutendsten im Bereich Gegenwartskunst. Sie vertritt Künstler wie Fischli Weiss, Douglas Gordon, Karen Kilmnick, Doug Aitken. Galerien international, die in den Ende 80er, Anfang 90er Jahre begonnen haben, ihr Programm zusammenzustellen und dann in der Zeit 95, 96 schon ziemlich klar die Kunst dieser Zeit repräsentierten, hatten keine Chance, auf die Hauptmesse Art Basel zu kommen. Auch ich war relativ beunruhigt über die Situation und habe dann mit Peter Kichmann mal in Zürich ein Gespräch gehabt, gesagt, lass uns doch auch so die Unfair-Idee übernehmen. Das war die Gegenmesse in Köln, 94 glaube ich. Selbe Problem, die Galeristen in Köln, die Jungen konnten nicht auf die Hauptmesse. Und so haben wir das entwickelt. Und ich habe mich dann erinnert, dass Peter Bleuer, ein Kurator in Basel, zwar öfter größere Ausstellungen kuratiert, aber zwischendurch nicht fix angestellt ist. Und habe gesagt, Peter, lass uns den mal fragen, ob er eine Idee hätte für ein Gebäude und ob er auch Zeit hätte, die Leitung dieser Liste, damals noch nicht Liste genannten Messe, zu übernehmen. The famous window. Huh? Part of your history. Ich bin einfach gefragt worden, ob ich Interesse hatte, eine Kunstmesse zu machen. Und dann voll zu im Kopf verdrehen. Und dann überlegt man sich, ist das spannend, nicht spannend. Und das hat mich aufgrund von der damaligen Situation schon sehr gereizt, weil ich natürlich gewusst habe, dass es ganz tolle junge Galerien gibt, die eigentlich ein Forum verdient hätten in dem Basel, wo ja halt so ein wichtiger Messeplatz ist. Also von dort her ist natürlich eine tolle Chance gewesen, dass man für so eine junge Generation wirklich eine tolle Plattform schaffen kann. Also dort
Das ist auch ein Stück wieder grosses Glück, dass da so eine Marktlücke bestanden hat, wo niemand sonst erkannt hat, sondern die Galeristen um mich gefragt haben. Auf dem Weg in den stillen Raum, ein Ort der Ruhe. So. Umso schöner die Koinzidenz mit der Arbeit des mexikanischen Künstlers Martin Soto Clement. Er verwandelt Alltägliches, wie diese ausgedienten Jalousien, die er in einem Abbruchhaus gefunden hat. And at the end, any form, it's good. The only rule is really to not force the object to be something. So many things can happen, and I think that's the most important part of my work, that I don't build things. I don't actually, it's about more contemplate or understand the natural possibilities or qualities of the object and then just try to use it. Peter Bleuer selbst hatte diese unkonventionelle Idee, über 40 Arbeits- und Wohnräume einfach verschwinden zu lassen. Ich habe natürlich das Weggrundwartegg von dem gehört. Das war ganz neu, jetzt gut ein, zwei Jahre gegeben. Und ich habe eine Freundin von mir, ist hier innen im Tanzraum. Sie ist Tänzerin und ist dann am Warteck tätig gewesen. Und ich habe sie gefragt, ob es eventuell eine Möglichkeit gäbe in diesem Haus. Weil ich wusste, es hat grosse Räume. Ich denke, vielleicht können wir die grossen Räume mieten. Und sie hat das interessant gefunden. Und das ist damals ins Plenum gegangen. Das war noch sehr so basisdemokratisch organisiert gewesen, der Weggrund. Und ich musste dann dort antanzen, dann auch in diesem Plenum mit Eva Bresenhuber. Und wir haben das Projekt vorgestellt und das hat ihnen gefallen. Die haben Interesse gehabt, dass da so etwas reinkommt. Der Werkraum hat ja als Grundidee sowieso, dass sie miteinander Sachen machen. Gut, dass wir einen Techniker dabei haben. Wahrscheinlich, ja. Aber gibt es einen kleinen Schubs, ne, wenn es angeht? Wir sind Mundharmonikas und dann fällt da der Wind rein und dann gibt es den Ansatz einer Melodie. James Beckett und sein Galerist Wilfried Lenz beim Aufbau des Minimuseums für Fundobjekte aus stillgelegten Fabriken. Der Künstler arbeitet mit Formen der Erinnerung. Eine Arbeit wie geschaffen für diesen Ausstellungsort, der auch einmal Produktionsstätte war. It's like a museum labyrinth. And this is 5x5 meter cube. And inside there's all sorts of artifacts from factories around Poland. So there are 25 factories that are visited, and then in these are various objects. Kind of trash from factories, documents, actual functioning objects. So you have this kind of malady, because you go through all these, this density, there's quite a lot of objects. It's a bit difficult to comprehend, and architecturally it starts to suck you in a bit. So it's a bit overwhelming. As you get buried, you also have this kind of parallel of history that follows you through this physical path. So you have this redundancy of history, the repetition leading nowhere. And therefore it becomes a kind of mantra, like a song of the past. Good morning. Hey, the whole time, how are you? Good, nice good. To see you. Very nice to see you. Hello. How are you? Very good. We are happy to. Three times in Switzerland. Yeah. I didn't shake hand no, until now. Feinarbeit. Mach eine Dame. Das macht mit den zarten Fingern. Ja, genau. Die blöden Sprüche, gell? Ja. Gott, oh Gott. Jetzt muss man alles über sich. Dann müssen wir noch lachen dazu. Müssen wir noch höflich sein. Das wird schön. Super. Wo man kann man die Hand waschen. Ja. Der Feni ist
nicht stoppen. Ja, das ist aber auch gut, weißt du? Ich finde auch, wenn man außen der Blick ist, wichtig, dass da etwas ist, genau. Dass man überhaupt rein will. Nein, das kommt man sowieso, aber es ist gut, das ist so ein Eyecatcher hier, durch die Türen. Und dann hier, das ist gut. Wunderbar. Das Haus hat natürlich die Eigenwilligkeit, dass jeder Raum anders ist. Und von dort her hat es natürlich einen gewissen Charme. Das ist natürlich toll. Also viele lieben das. Das hat natürlich auch seine Tücken. Das ist klar. Das macht es auch kompliziert. Das ist schwieriger, um sich zu orientieren. Wo ist man überhaupt in diesem Haus? Also das gibt so Seiten. Es gibt immer den Moment, wo eine Galerist sagt, mich findet man nicht. So Punkte kann es geben, was zwar, wenn man sie finden will, kein Problem ist. Es gibt Wegweiser und es gibt Pläne. Das ist eigentlich von dem her nicht so ein Problem eigentlich. Aber eben, es hat so Vor- und Nachteile, aber das ist sicher das, was ja natürlich auch die Identität von dieser Liste ausmacht. Das spezielle Haus seit 15 Jahren, das alle inzwischen kennen. Auf der ganzen Welt kennt man es Wartek als Name und weiss, ah, das ist einmal im Jahr die Liste. 2 hoch 3, eine Agentur für neue Medien, bleibt im Wartek. Versteckt hinter weißen Wänden arbeiten sie auch während der Messe weiter. Faber Nikele muss für jeden Raum spezifische Lösungen finden. Dürfen die Wände gestrichen? Muss der Fußboden abgedeckt werden? Braucht es einen Lagerort, um Sachen zu verstauen, die nicht weggebracht werden können? Müssen Sie privaten Raum zur Verfügung stellen für einen öffentlichen Anlass? Und das ist nicht immer ganz einfach, natürlich. Und das sind ja wirklich ganz viele Leute, die dann dort durchs Haus gehen. Und das sind die Galerien, die kurzfristig dann den Platz für sie viel Geld mieten und aber dann auch das so wollen, wie sie es wollen, sich vorstellen. Und das geht immer wieder natürlich, muss man da Lösungen finden, wie man das aneinander vorbeibringt. Grüne Wände, die nicht etwa Hoffnung ausdrücken. Chen Wei erforscht in seiner Installation Situationen aus der Vergangenheit. Verlorene private Momente. You can record some of the memory from the past. Or some of them, for example, the sofa like this, you know, the furniture, it's just gone. You cannot find it anymore in China. It's just disappeared. It's not like the Europe. There's a history of, you know, people keep things. Actually, it's about human being. It's about this generation in China, the younger generation in China. It's inside their heart. It's really hard. It's not. It's really upside. It's loneliness. You know, because they grow up in a society that everything changed so fast. The old memory from childhood is just gone. Thank you. Yes, it will be a good week. I'm sure. Da ein aufmunterndes Wort. Dort ein freudiges Wiedersehen, keine Spur von Abgenütztheit nach so vielen Messen. Eine gewisse Routine, ja. Alles wie immer. Die Macher können auch deshalb so gefasst sein, weil die Liste finanziell von einem einzigen Sponsor wesentlich mitgetragen wird. Ja, das ist eigentlich eine Geschichte, wie man es sich nur träumen kann. Wir haben im ersten Jahr große Mühe gehabt, natürlich einen Sponsor zu finden, weil niemand hat sich getraut, neben dieser Art so ein Jungsprojekt zu unterstützen. Es war ein bisschen ein Tabubruch gewesen. Und ich gebe am Ende der Messe ein Interview in der Basler Zeitung und riesen Erfolg, alles super. Und Basler Zeitung fragt, ja, und haben Sie noch irgendwelche Wünsche für die Zukunft? Ich habe gesagt, ja, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen würden, ist ein toller Sponsor. Kurz darauf läutet das Telefon, Peter Hamtschin von der Bank Gutzwiller ist dran und sagt, sie seien auf unserer Messe gewesen, sie haben das super gefunden und er hat in der Zeitung gelesen, wir sollten einen Sponsor suchen, wir könnten uns doch einmal zum Mittagessen treffen. Ich habe also die Herren von der Bank Gutzwiller nicht kennt vor, ist also kein Vitamin B
Wir haben uns in der Kunsthalle zum Essen getroffen, wir haben uns sofort sehr mögen und so sind wir zu unserem wunderbaren, treuen Sponsor gekommen. Das Vatek steht im ehemals mehrheitlich proletarischen Kleinbasel. Für einen Besuch bei den Banquiers fahren wir über den Rhein ins bürgerliche Großbasel. Im Foyer der Bank hängt eine Börsenszene. Etwa ein leiser Scherz? Denn im Gegensatz zu den fotografierten Maklern haften die Privatbankiers mit ihrem eigenen Vermögen gegenüber ihren Kunden. Wir wollten immer etwas für Basel machen, auch etwas für die Stadt auch. So, wir haben auch gedacht, das wäre etwas dann für uns als Bank und auch als Bank. Wir waren immer Privatbankier, sind wir immer Pionier gewesen irgendwie. Und es war auch zu dieser Zeit etwas, einen Pioniergeist zu zeigen, eine solche Kunstmesse zu unterstützen. Wir haben auch vor der Liste gesammelt. Aber jetzt ist es wirklich ein Sprung ins 21. Jahrhundert mit der Liste. Was gut ist, das braucht ja immer lange Zeit, nicht? Und das wurde jedes Jahr eigentlich besser. Und dann steigt man nicht aus. Also wir haben ja auch, das ist so wie eine Art Gentleman Agreement, das wir haben mit der Liste. Und da gibt es viel, da gibt es Freundschaften, da gibt es Engagement, da gibt es Freude am Ganzen. Also das ist nicht so nur ein Business-Relationship, das ist mehr. Eine Identifizierung? Ja, genau. ist es korrekt? ich habe viel gelernt, ja, wirklich. Ja, auch deswegen habe ich selbst gesammelt, weil ich habe gedacht, wenn wir diese Rolle als Sponsor haben, dass wir sollen mitmachen. Das Beste, um mitzumachen, ist selbst ins Wasser zu springen. Und für mich ins Wasser zu springen war zum Beispiel auch Kunst zu kaufen und auch junge Künstler zu kaufen. Der Ort hat Charme und ich finde es ja auch gut, dass das ein Ort ist, wo alle Mitbeteiligten ihre Räume leeren müssen für die Liste. Und ich meine, das zeigt auch das Goodwill. Das ist mit sehr viel Liebe und Einsatz gemacht. Das spürt auch der Besucher, finde ich. Wir versuchen das Ähnliche hier zu machen bei uns. Man will immer Fitness machen, das ist ein guter Ort, um Fitness zu machen und zu Fett abzubauen, weil man geht rauf und runter. Ich finde das gut. Eine Begeisterung, die am Anfang nicht von allen geteilt wurde. Ein Beispiel, die bedeutende Art Basel. Es ist bei der ersten Liste so ein bisschen unschöner Moment gekommen. Die Art Basel hat Wegweiser verschwinden lassen. Wir haben keine Shuttle machen. Das ist zwar, die Medien haben Freude daran gehabt. Es ist zwar in allen Medien gekommen. Ist die beste Werbung gewesen, obwohl wir lieber hätten, wir würden über Kunst reden. Aber das ist wirklich noch so am Anfang gewesen. Und kurz darauf abend, im zweiten Jahr, hat man sich selbstverständlich zusammen an den Tisch gesetzt. Und inzwischen ist das Verhältnis ausgezeichnet. Das ist freundschaftlich, kollegial. Und zum ersten Mal ist es so, dass heute die Art Basel und auch die Kunstwelt im Allgemeinen die Liste sehr positiv anschauen, weil sie oft einen tollen Job gemacht hat. Die Liste hat sich eigentlich bewährt in einer Nische, wo eigentlich Galerien frisch aufmachen in den ersten Jahren, herauszufinden, welche sind die Galerien, die vielversprechende Programme haben, die Qualität zeigen. Und weil die Liste eigentlich auch so eine Vorstufe für junge Galerien geworden ist, um in der Art Basel zu kommen. Das war ja ein Generationswechsel, der da stattgefunden hat. Und das waren zu 80% wirklich ganz gut tolle Händler. Und die haben natürlich auch die Situation dieses speziellen Gebäudes dementsprechend ausgenutzt und haben nicht einfach 15 kleine Zeichnungen und Bilder gehängt, sondern haben gesagt, dann mache ich ein, zwei Künstler. Und damit wirkte das sehr viel großzügiger. Einige dieser damals neuen und jungen Galerien haben die Hürde geschafft und zeigen ihre Künstler nun an der Art Basel. Wie war die Situation Ihrer Galerie, als Sie an der Liste teilnahmen? What was the situation of the gallery? Can you hear me? Die Galerie gab es knapp ein Jahr und es war eine sensationelle Erfahrung.
Also weil sehr schwierige Arbeiten verkauft wurden, aber auch der Kontakt zu Institutionen und Museen, neuen Künstlern, anderen Galeriekollegen in derselben Generation, das gab's alles auf einmal. We made, I remember, a huge book of contacts, and I think that really, as I say, introduced us to the kind of the commercial world. And certainly, I mean, Basel's a very unique and special place for galleries to come and collectors, because you get so many different, the best of the art world, really, you know, but all the different levels. I thought, God, all these people are so friendly, and we're from Glasgow, and nobody really likes art there. Die Liste war die erste Kunstmesse, zu der wir eingeladen wurden. Das war im Sommer 1998. Damals war die Galerie gerade 6 Monate alt. Und es war wie die Begegnung mit der internationalen Kunstwelt für uns aus Karlsruhe heraus. Unsere Galerie kommt ja ursprünglich aus Karlsruhe. Und was man durchaus dann auch als provinzielleren Standort bezeichnen kann. Und von diesem provinzielleren Standort aus hin nach Basel auf die Liste zu kommen, hat für uns ein Riesenfenster aufgemacht in die internationale Kunstwelt. Imponierend war dieser Sprung für den polnischen Künstler Wilhelm Sasnal und seine Galerie. We made at this time solo presentation. There was also exhibition painting on the move in Kunsthalle Basel, I remember. And suddenly, like during the opening of the Liste, like 1 hour before opening, a lot of galleries and also collectors from the main fair, they came to our booth and they immediately we sold out the show. Miriam Kahns vieldeutige Bilder von Frauen im Tschador führen zurück von der Art Basel an die Liste. Auch dort ist die Rolle der Frau im Islam Thema. In einer Performance. In the holidays with my parents in Turkey, I had to meet several young men with their parents in order to agree on the marriage. I should marry young men. Also, is Islam the marriage of a Muslim with other believers? Muslim women should only marry Muslims. Vienna Online, March 6, 2009. Für die Preview der Liste reist Mann, Frau aus allen Kontinenten an. Ein Fixpunkt in der Kunstagenda. Hunderte warten oft in brütender Hitze auf den Einlass. Einige vertreiben sich die Zeit mit Kunst zum Zertreten und andere kommen, weil für sie die Liste im Wartek etwas ganz Eigenes ist. Also ich bin einfach Sammler und Schauer, interessant, was Gegenwartskunst ist, genau. Und das ist da natürlich sehr stark verbreitet. Und da bekomme ich immer gerne zuerst hier an. Weil da lebt es am meisten für die Gegenwart. Gegenwartsbezüge suchen auch die vielen Sammler. Ankunft des Verlegers Michael Ringier mit seiner Beraterin Beatrix Ruf, Direktorin der Kunsthalle Zürich. Es sind nicht nur die Neuentdeckungen oder Wiederbegegnungen, auch die Atmosphäre der Messe selbst trägt viel zu ihrer Beliebtheit bei. Wir kommen jedes Jahr pünktlich, meist stehen wir da und dann geht es meistens sehr lang, bis man reinkommt. Aber das Anstehen lohnt sich, weil es ist ein sehr schöner Aufgalopp für die Art Basel. Es ist eine Art Kunst zu präsentieren, die mir sehr gut gefällt. Sie kommt so unprätentiös daher, es ist alles einfach, es ist schlicht, es ist nicht aufgemotzt, es ist weder Gucci, Hermes noch Louis Vuitton und das gefällt mir gut. Susan und Michael Hort aus New York. Sie sind gerne unter den Ersten. Das Sammler-Ehepaar ist bekannt für seine große Entdeckerlust und dass sie junge, unbekannte Kunst kaufen und fördern. We come here to be surprised. The main fair, we have appointments. Here we have no appointments. And we've discovered some great artists. Well, let's see how much time.
This is an artist we collect at home. Auch Josef Dalle Nogare, leidenschaftlicher Sammler aus Bozen, lässt keine Liste aus. In den 15 Jahren hat er so manche Entdeckungen hier gemacht, die Teile seiner beachtenswerten Sammlung sind. Das ist eine Galerie, eine Galerie aus Paris. Ist auch eine neue Entdeckung an der Liste. Die hat sehr, sehr gute Qualität von zwei, drei Künstlern, die mir sehr am Herzen stehen und die ich auch hier entdeckt habe. Anfangen wollen. Das ist eine Künstlerin aus England, die ich auch hier entdeckt habe, Jessica Warboys. Und die ist sehr, sehr interessant. Die macht diese Paintings, die sie im Meer reinwirft mit so einem Pigment. Und die werden dann von den Wellen irgendwie so wieder erschüttert und erschüttert, bis sie sie raustut und dann trocknen lässt. Und dann kommt so eine Arbeit aus. Es ist noch hier eine hier oben und mir gefällt es sehr, wie die so ganz unförmlich so präsentiert werden, also nicht eingerahmt und so weiter, sondern einfach als Wanderzug. Ich bin seit vielen Jahren hier. Und ich muss sagen, die Qualität ist immer sehr, sehr gut und man kann wirklich so Galerien finden, die wirklich sehr gute Zukunft haben werden und sicherlich in einigen Jahren auf der großen Messe eingeladen werden, wie zum Beispiel Herr Destampa, der hier Galerist ist, auf der Liste. But he's one of our favorite young galleries. And we went to visit him in Cluj in November. And it was great trip. He doesn't remember who got him, who showed him first, right? Yeah. So now we're on a waiting list. A waiting list? I don't know, is this one available? Yeah, but I still want to see, to wait a little bit, yeah? So that's normal, not to... Normal. If we don't have five pieces, we don't collect. Understand? And we like to have 10. Because when you, it's interesting to show artists in context. You know, different periods. Like this is a different kind of painting. So I have to spread them. You know, not to, if I give all of them to one or two or three collectors, that's bad for the artist. It's bad for the gallery. Really, it makes more sense really also for the collector for to have the diverse. Huh? Yeah. By the way, how much is this? This is now 65,000 euros. Right. Well, 2 years would be 200. Right. See, that's the other thing. Yeah, that's true. That's true. But that's not necessarily the main reason. Yeah, cooperate. Okay. All right. This was the moment of truth. Right. The front of the camera. Right. Yeah. Die Zürcher Galerie Karma International ist zum ersten Mal an der Messe und weckt mit den hybriden Glasvitrinen des jungen Künstlers Tobias Madison großes Interesse. Die Arbeit, die wir hier sehen, ist eine Fortsetzung einer Arbeit, die ich seit längerer Zeit verfolge, die auf eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung der exotischen Pflanze in unserem Kulturkreis arbeitet. Was mich daran interessiert, ist der Wandel von diesen Objekten in der Bedeutung, die ursprüngliche und diese tropischen Pflanzen beispielsweise aus China mitgebracht, als Zeichen der Dominanz über eine fremde Kultur. Später wurde das geleugnet und man sagte, das wäre im Dienste der Wissenschaft gewesen. Man kennt diese großen Glashäuser aus der viktorianischen Zeit. Und gleichzeitig wurden diese Pflanzen auch Statussymbole in Bürgerhäusern. Doch bei Karma fällt nicht nur die Einzelarbeit auf.
sondern die Künstlerinnen und Künstler haben ihre Werke zu einer überzeugenden Präsentation für die Galerie verdichtet. Es ist etwas Tolles als eine Künstler, die haben bis das eigene Werk zurückgestellt in der Gesamtpräsentation. Das finde ich für eine Messe, wo man eigentlich jeweils sagt, ist zwar ein Kunstwerk, aber es ist eigentlich fast mehr ein Verkaufsprodukt. Und wenn man es aber dann wieder so installativ präsentiert und einbettet, ich finde, dann kommt auch wieder ein neuer Gedanke und ein neuer Aspekt an dem Ganzen zum Tragen. The big moment for the new prize, Mr. Oser, who sponsored this prize. Of course, he will tell who will be the winner, and we are very curious about it. So, the word to you. Thank you. Thank you. I'm proud to present the winner gallery here with, and it's Altman Siegel from San Francisco. Geehrt wird zum ersten Mal die überzeugendste Newcomer-Galerie, ausgewählt von einer international besetzten Fachjury. Der Preisstifter übernimmt die Standmiete und erwirbt eine Arbeit für seine neue Kunstsammlung. I also congratulate. All right. Yeah. You will get a lot of congratulations now. Diese hohe qualitative Ausrichtung schätzt die Kuratorin Beatrix Ruf an der Liste. Es werden ja immer ganz viele Kuratoren weltweit gefragt, welche Galerien, jungen Galerien ihnen aufgefallen sind. Also man hat ein globales, lokales Netzwerk und das ist sehr spannend, nicht? Das ist im Unterschied jetzt zu den sehr vielen Parallelmessen, die es zur Messe Basel gibt, ist es eine Art kollektiv kuratierter Messe, die eben schon dann auch mit Kriterien der Qualität und der Fragestellung an das, was wir zeitgenössisch in der zeitgenössischen Kunst vielleicht dringend und wichtig sein könnte, dass es hier kommt es zusammen. Die Auszeichnung gilt nicht nur der Galerie, sondern auch den von ihr vertretenen Künstlern. Die amerikanische Fotokünstlerin Shannon Ebner, die ihrem Land einen Spiegel vorhält, sowie Sarah van der Beek, die hier mit Bildern aus ihres Vaters Expanded Cinema arbeitet. Zwei junge Künstlerinnen am Anfang einer internationalen Karriere. Philipp Kaiser hatte einst als Student an der Liste mitgearbeitet. Heute besucht er die Messe als Kurator des Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Mich hat es einfach sehr gefreut, nachdem ich immer gewusst habe, dass ich innerhalb von Kalifornien gewissermaßen so ein Geheimtipp ist, der sehr aktiv in der San Francisco-Szene mitschafft, dass sie auch hier an Liste präsent ist. Und auch eine Fotografie habe ich heute eine Art gesehen. Und ihre Arbeit, die ich vielleicht im Moment noch nicht richtig einschätzen kann, aber doch in eine interessante Oberfläche bietet, weiterverfolgt zu werden. Und so passiert es ja häufig, dass man genau in Listen solche Positionen findet, wo man vielleicht auch das zweite Mal drauf trifft und dann dem Ganzen mal wirklich endlich nachgeht. You're my first performance. Really? Yeah. Eine Performance für wartende oder müde Galeristinnen und Galeristen. Überraschungen sind an der Liste Teil des Programms. Let's go back there. Let's do it like, because it's supposed to be a private performance. So let's go back. Okay. But you should help me dance too. Come on. Maybe no. Again. You need to dance. All right. Here we go. You're my best first ever. It's gonna be all down. It's gonna be downhill from here. Then you're best first. That's what. Yeah. Then you pop it up, then you turn, you go down like this, you go over, and then you show off your leg. And then, shoot, what? Oh, then you go back to this. Down, 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 drop, up.
spin around. Crawl, crawl, crawl. Yeah. And then you do this. And think, if you're not wearing clothes. So you do this, that, 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 and then you go. What's super with this painting? Yes, I know. But he drank already too much, you know? You are still dancing before you are in the same situation. Einerseits natürlich ist uns wichtig, dass alle Kunstgattungen an einer Messe vertreten sind. Andererseits ist es natürlich speziell wichtig gewesen, dass wir uns überlegt haben, wir haben das fantastische Publikum, alle wichtigen Leute sind da. Wir wollen doch das nutzen für eben eine Kunstform wie Performance, die natürlich schwer hat im Markt. Wir wollen das nutzen, dass viele Leute das sehen und, weil wir ja viele Kuratoren hier haben, dass Kuratoren das sehen und Kuratoren sind am ehesten die, die Performance-Künstler einladen, um in ihren Institutionen aufzutreten. Kein Land hat so viele Institutionen mit der Ausrichtung Gegenwartskunst wie die Schweiz. Es ist uns natürlich generell darum gegangen, nebst der Messe Sondergäste zu haben. Also, wenn wir Performance-Projekte haben, haben wir eben auch den Eindruck gehabt, wir würden gerne Schweizer Institutionen ein Forum bieten. Und von dort her ist das so der Ursprung von dieser Geschichte hier gewesen. Die meist jungen Museumsleute präsentieren die Werke in der Druckerei. Es ist ein schwieriger Raum und es ist natürlich eine Herausforderung. Die grossen Maschinen kann man nicht rausnehmen, die müssen bleiben. Und da muss jeder von diesen Kuratoren ja einen Umgang damit finden. Peter Bleuer hat ein dichtes Besucherprogramm. Hier auf dem Rundgang mit Hans Künzle, CEO der National Swiss. Die Versicherung verleiht jedes Jahr einen Nachwuchskunstpreis. Genau, das war ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ja. Das sind eigentlich alles ganz reale Objekte. Das sind so Gefährte von den Strassenverkäufern, von den fliegenden Händlern in Mexiko, wo die so ganz kunstvoll verpacken und zusammenschnüren. Und sie hat die gesehen und hat die eigentlich alle dann von so einer neutralen Mauer fotografiert. Also einerseits wirken sie im Grunde wie Skulpturen und sind gleichzeitig auch bis höchst reales. Die Straßenhändler sind auf der ständigen Flucht vor der Polizei. Elisa Lavego ist eine Spurensucherin. Die auf ihren Entdeckungsreisen Formen der Darstellung von Repression und Überleben aufspürt und fotografiert. Orte wie diese Übungscamps des mexikanischen Militärs. Wir sind zum siebten Mal an der Liste mit unserem Preisträger. Und für die jungen Künstler ist das eine riesige Chance. Sie sind in der Regel bisher noch nicht groß an der Öffentlichkeit gesehen. Sie sind in der Regel noch nicht durch eine Galerie vertreten. Sie haben dort die Möglichkeit, Kontakt zu knüpfen zu Galeristen, zu Ausstellungsmachern. Sie werden auch angesprochen. Galerien aus einer Fülle von Anfragen, von einer geheimen Jury bestehend aus Museumsleuten, ausgewählt. Geheim deshalb, damit die Jurymitglieder nicht übers Jahr von Galerien belagert werden, die unbedingt an der Liste teilnehmen wollen. Ein unumgängliches Prozedere. Ist die Messe doch mitbeteiligt für das, was relevant ist in der jungen Gegenwartskunst. Eine vielfach diskutierte Auswahl, die dem Fachpublikum und den 10.000 Besuchern geboten wird. Eine Fülle von Kunst und eine Masse von Menschen, die in den verzweigten Räumen des Vartex aufeinander trifft. Ist uns allen nicht geplatzt schon. Ein anderes Gebäude haben wir nicht wollen, gibt es auch nicht wirklich. Also haben wir uns entschieden, probieren einen Altbau zu machen. Dann haben wir uns entschieden, ein Zelt zu machen. Unser Budget ist eigentlich immer, dass wir rauskommen, also 0 zu 0 Budget.
Und wir haben dann gedacht, jetzt gehen wir Geld betteln. Und dann wir fragen doch einmal alle die Leute, die von der Liste profitiert haben. Das sind einerseits Galeristen, die bei uns gesehen sind früher einmal und berühmt worden sind, inzwischen für teilweise viel Geld haben und große Sammler, die auch bei uns immer eingekauft haben und die Liste lieben und auch sicher viel gekauft haben, wo sie heute ein paar Null können dranhängen können. Und dann haben wir einen Battlebrief verschickt und gedacht, jetzt probieren wir das. Und es war enorm gewesen. Wir haben enorm viel Geld geschenkt gekriegt, ohne gross nochmal müssen dreimal anrufen und dreimal betteln. Ist ein Fax nach dem anderen zurückgekommen und hat gesagt, hier 10.000, hier 20.000. Und wir haben fast 400.000 Franken geschenkt gekriegt auf dem Weg. Komplexe Arbeiten scheinen niemanden abzuschrecken. Das Interesse ist groß für das kleine Museum von James Beckett. Wir sammeln ganz explizit auch geschichtliche Elemente, oder, wo dann auch wirklich nochmal in einen neuen Kontext gesetzt werden. Und für die Liste ist immer interessante Sachen, die die Leute erfahren können. Und da geht man rein, läuft man um, ist wirklich in einem geschlossenen Raum und hat dann wieder eine andere Erfahrung, als wenn man vor einem Bild steht. Der Künstler selber ist aus Südafrika und Zimbabwe und hat auch in Europa studiert. Ich denke, das ist manchmal auch interessant, wenn man eine Geschichte zunimmt von den Künstlern, woher kommen sie, wie stellen sie aus, wie gehen sie ihre Arbeit. Und ja, das ist ein prägendes Statement, das wird man sich sicher erinnern. Die Leute reden dann davon und finden es mutig, dass man so etwas zeigt auf einer Messe. Weil das muss man ja, ist sicher auch nicht so einfach zum Verkaufen. Ich denke, dass das Publikum war für die Arbeit auch sehr gut. Das klingt vielleicht ein bisschen fremd, aber ich habe sehr gute Feedback gehabt. Wir haben auch gut verkauft, das ist natürlich auch wichtig. Und wir haben eine sehr gute Sammler, haben wir neu erkannt. Wie es jetzt aussieht, sind da verschiedene Museen interessiert, um eine Ausstellung zu machen. Und ja, wir sind da natürlich auch sehr froh über. Der Messebetrieb läuft wie geölt. Endlich Zeit für die Direktion, Kunst zu betrachten. Ich bin großer Fan von dem Künstler. Wow, was ist das? Bett und Papier. Der Künstler interessiert mich schon sehr lange, Oscar Thurston heißt er, Amerikaner, der aber in Paris lebt. Er beschäftigt sich generell eigentlich mit Fragen von der Architektur und verwendet eigentlich auch fast ausschließlich Baumaterialien. Das sieht man ja hier, Beton und Papier, zwei Materialien, die es in der Architektur braucht. Das Papier einerseits, wo das Denken darauf basiert, wo der Architekt seine Gedanken festhaltet, und der Beton, wo nachher das Ding fest wird und das Gebäude gebaut wird. Das Papier wird dann gleich mal zerfallen und verschwinden für immer. Und der Beton, der für die Ewigkeit mehr oder weniger gebaut ist, also sehr gegensätzliche Materialien, wo er dann interessanterweise zu einem Tafelbild macht, also wieder zu etwas, wo eigentlich das Papier gehört zum Tafelbild, aber der Beton natürlich ursprünglich nicht. Also wenn er das auch so umsetzt, es ist ein sehr radikaler Künstler. Man sieht das auch bei anderen Arbeiten. Es hat ja hier eine Skulptur auch von ihm, wo das auch verdeutlicht. Es hat etwas sehr raffs immer, etwas sehr ein Stück weit brutales, oder, wo die Werke haben. Eine Abkühlung für überhitzte Messebesucher oder eine Stärkung für müde Galeristinnen und Galeristen. Bratwurst oder eine einfache Bockwurst, auch hier kein Schnickschnack für Schickimickis. Thank you.
passend für die entspannte Atmosphäre. Die beiden Barmänner und Grillmeister sind übers Jahr Handwerker. Eine Wiederbegegnung mit den Schreinern im Vartec. Kein Anlass mit Gegenwartskunst ohne diesen Herrn. Hans-Ulrich Obrist, Co-Direktor der Serpentine Gallery in London und Publizist, Vordenker. Für viele gilt er als einer der wichtigsten in der Szene. Interviews im Auto passen gerade noch so in seine gedrängte Agenda. Ich denke mir, dass die Liste ist ein sehr wichtiges Rendezvous jedes Jahr, weil man einfach Anfänge sieht. Man sieht junge Galerien aus der ganzen Welt. Wichtig ist ja auch, dass es oftmals auch Galerien sind, nicht aus dem Westen, Galerien aus Asien, Galerien aus Osteuropa, die wirklich junge Künstler und Künstlerinnen hier zum ersten Mal zeigen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und gerade auch als Kurator ist es für mich immer interessant, für die Recherche wiederum mit sehr jungen Positionen irgendwie vertraut zu sein oder das zu sehen. Ja, Anfänge. Ich reise jedes Wochenende in eine andere Stadt, ich mache so an die 50 Recherchen jedes Jahr und so sieht man ja vieles doch auch während dieser Recherchen, aber es ist oftmals so, nicht, dass man jetzt da was Neues entdeckt, aber man sieht halt Dinge wieder, die man schon mal in einem anderen Zusammenhang gesehen hat und es ist ja wichtig mit der Kunst, dass man Dinge auch immer wieder sieht und dass man auch vertieft. Ja, es geht immer um Erweiterung und Vertiefung, sowohl als auch, sowohl Erweiterung als auch Vertiefung. Das ist in Basel jetzt diese Polyphonie gibt vom Messen. Und die Liste hat sich etabliert als eine wirklich wichtige Messe, wo eben neue Künstler und Künstlerinnen zeigen. Und was auch wichtig ist, dass es das eben schon sehr lange gibt. Es gibt ja die Liste jetzt seit wie vielen Jahren? 15. Ja, seit 15. Und diese 15 Jahre, das ist wirklich auch eine Nachhaltigkeit. Und es ist ja so mit der Kunst. Die Kunst ist ja kein Sprint, die Kunst ist ein Marathon. Noch etwas, was Sie sagen möchten? Ja, wie Douglas Gordon sagt, it has only just begun. Ah, so, ältere Herren dürfen sitzen. Und die Jungen feiern in der Turmbar eine erfolgreiche Messe. Anscheinend war das Geschäft wenig beeinträchtigt durch die Turbulenzen in der Weltwirtschaft. Sicher merkt man die Krise auch. Wahrscheinlich merkt man sie nicht so stark, wie andere sie merken. Es hat natürlich verschiedene Gründe. Einerseits ist ja bei uns die Kunst, die ausgestellt wird, in einem Preissegment, das nicht extrem ist. Das heisst, die Leute, die Kunst kaufen, die wirklichen Sammler, die kaufen weiter Kunst. Die hören nicht auf Sammeln, das ist eine Leidenschaft. Und sie haben vielleicht ein bisschen weniger Geld, geben ein bisschen weniger aus, sind vielleicht ein bisschen langsamer mit der Entscheidung. Sie müssen sich nicht mehr so gehetzt. Früher hätte man müssen schauen, dass man der Erste ist, sonst ist schon wieder alles weg. Dass sich alles ein bisschen beruhigt, was sicher gut ist. Und was wir bei uns nicht vergessen dürfen, die Institutionen sind natürlich auch Museen, die bei uns kaufen. Also die Museen haben auch weniger Geld. Viele von den Museen haben angefangen, früher zu kaufen, jüngere zu kaufen, weil sie sich das überhaupt noch leisten können. Also jetzt sind wir auch ein Stück weit Nutznießer. We decided, yeah, so it's gone. It's gone. And we are happy that we gave it to not only to a good collector, but to somebody who's also an intellectual person, a musician, a famous one actually, which was very good. Yeah, it's a kind of satisfaction when you can place a work in to somebody who really, really appreciates art. Yeah. Kaum haben am Sonntagabend die letzten Besucher die Messe verlassen, beginnt der Abbau. Zügig. In gut eineinhalb Tagen sind die Spuren der Liste weg. Einfach so viel reinmachen, dass sicher die Bodenplatten auch noch Platz haben. Also alles, was Flamenco ist, muss sicher hier rein. Thank you.
Die Menschen im permanenten Provisorium Vartec PP gehen wieder ihren gewohnten Aktivitäten nach. Proben, werken, denken. Auch das Gebäude zeigt wieder seine vertraute Struktur. Zusammenarbeiten, leben und feiern. Über 100 Handwerker, Künstler, Lebenskünstler und viele Gäste. Die Leute, die vorher so ein ad hoc hier geschafft haben und ein bisschen die Räume ausgebaut für ihre Bedürfnisse und so, die haben irgendwann eine Phase durchgemacht, wo sie sich überlegen mussten, wie weiter. Professionalisierung eines Betriebs. Und das sehen wir auch ganz gut im Parterre-Runde bei den zwei Betrieben, Schreinerei und Schlosserei, wo halt kommerziell ein Stück weit arbeiten. Wo zwar das Haus auch immer wieder kann profitieren von ihnen, aber sonst arbeiten sie einfach auf einer fast üblichen kommerziellen Basis. So. Aber dann haben wir zum Beispiel in Lodge die Künstleratelier, die nur für eine gewisse Zeit vergeben werden, die wir auch finanzieren, also wo dann keine Miete kosten für die Leute, die kommen. Und das sorgt schon immer auch wieder ein bisschen für Bewegung. Aber so im ganz grossen Denken ist es schon so, dass das eher permanent als provisorisch ist. Es sind die Kinder, die im Vartec die eine oder andere provisorische Situation provozieren, wenn sie in den Werkstätten und Ateliers auftauchen und Hand anlegen. Genau, ich muss es rutschen. Oder ob man es wechseln kann. Also ich kann auch wechseln, wenn er drinnen ist, dann jeweils. Ja, ist ja blöd.